herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Es gibt wieder jede Menge Neuigkeiten rund um den Kanal. Unsere Community ist schon wieder ordentlich gewachsen. Ein ganz herzliches Willkommen an alle neuen Abonnenten. Ich wünsche euch natürlich super viel Spaß mit den Videos. Ich danke euch allen ganz herzlich für euren Support. Danke für alle Likes und Comments. Danke natürlich für jedes Abo. Damit helft ihr dem Kanal wirklich aus. Ich habe einige große Pläne, unter anderem einen, der eure zeichnerischen und designerischen Fähigkeiten in Anspruch nimmt. Und zwar erstmal eigene Emoticons, speziell jetzt für Discord und Twitch. Wenn ihr da also eine starke künstlerische Ader habt oder irgendwelche Ideen, dann würde ich mich natürlich freuen, von euch zu hören. Für den Gewinner dieses kleinen Emoticon-Contests lasse ich mir dann nochmal was richtig Gutes einfallen. Jetzt habe ich hier schon die Seite meines YouTube-Kanals offen und da wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen, was hier für nächste Zeit so geplant ist. Natürlich werde ich Pugnacia noch weiterführen, da gibt es, denke ich, noch sehr viel zu entdecken. Und genauso Dark and Light, wo wir noch ganz am Anfang stehen. Das letzte Video war ja, hat uns nochmal gezeigt, wie sehr wir am Anfang stehen. Und Subnautica müsst ihr so ein bisschen als Teaser sehen, die drei Videos. Das schaffe ich im Moment einfach noch nicht unterzubringen. Ich habe die Videos schon vor längerer Zeit aufgenommen und dann kam einfach immer wieder was dazwischen. Aber ich möchte auf jeden Fall hier auch die Subnautica Season fortführen. Das ist auch ein super cooles Spiel. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist echt schön und empfehlenswert. Neuer Community-Server ist geplant. Der wird mit Aberration kommen. Falls Aberration denn irgendwann mal rauskommt, das sehen wir ja dann. Und sobald das der Fall ist, gibt es dann auch einen neuen Community-Server. So viel erstmal zu den bestehenden Seasons. Ihr dürft natürlich gespannt sein, da sind schon wieder mehrere Projekte in Planung, wie ihr euch denken könnt. Jetzt möchte ich euch nochmal einen ganz kurzen Einblick geben, so ein bisschen hinter die Kulissen, was bei mir momentan so läuft. Ich finde es immer ganz wichtig, damit ihr dann auch so ein bisschen besser nachvollziehen könnt, was ich hier für Entscheidungen treffe oder auch einfach wisst, warum jetzt mal ein paar weniger Videos kommen als sonst oder warum eine bestimmte Season nicht fortgeführt wird. Wie die meisten von euch bestimmt mitbekommen haben, hatte ich eine OP an der Nasenscheidewand. Die ist nach Plan verlaufen, alles perfekt. Die Heilung verläuft auch super gut. Es dauert einfach sehr lange, bis sowas ausheilt und man sich nach so einer OP komplett erholt hat. Deswegen ist meine Stimme manchmal noch so ein bisschen angegriffen, aber das wird jetzt langsam alles wieder. Und damit sind wir dann auch schon beim Thema Twitch. Wenn ihr meine Streams mitverfolgt habt, dann habt ihr bestimmt mitbekommen, dass ich angekündigt habe, dass ich in Zukunft auf Twitch streamen möchte. Und das ist so eine Entscheidung, da muss ich mal kurz ausholen, warum ich mich eigentlich dafür entschieden habe, jetzt letztendlich. Und zwar hängt es hauptsächlich mit YouTube zusammen. Ihr habt bestimmt die große YouTube-Krise mitbekommen. Da habe ich, glaube ich, auch mal ein Video zugemacht. Und die Auswirkungen sind jetzt immer noch zu spüren. Das war ganz witzig. Gerade als ich im Krankenhaus lag, wurden die ersten Videos von mir demonetarisiert. Das ist mir vorher noch nicht passiert. Und das hat einfach damit zu tun, dass YouTube eben Probleme hatte mit gewalttätigem Content. Und YouTube funktioniert eben hauptsächlich über Algorithmen. Das heißt, Algorithmen gehen dann meine Videos durch und schauen, ob da vielleicht irgendwie gewalttätiger Content oder ähnliches dabei ist. Und das ist immer schwierig bei Spielen. Man kann immer so ein Algorithmus kann schwer zwischen Spielen und der Wirklichkeit unterscheiden. Und das ist dann einfach ein Problem, weil Demonetarisierung bedeutet einfach, dass keine Werbung geschaltet wird. Das heißt, an diesen Videos verdiene ich praktisch gar nichts mehr. Und das ist natürlich ein Problem für mich. Ich kann dann zwar Einspruch erheben und das dauert normalerweise auch nicht allzu lange, vielleicht ein, zwei Tage, manchmal auch deutlich länger, bis so ein Video dann wieder freigeschaltet wird und normal Werbung davor geschaltet wird. Aber das hilft mir natürlich ziemlich wenig, wenn das Video jetzt rausgekommen ist, ihr euch das alle angeschaut habt und ich dann, also die Demonetarisierung dann erst wieder aufgehoben wird. Dann macht das natürlich nicht viel Sinn, weil habe ich dann praktisch nichts mehr davon. Das allein ist jetzt erstmal kein Weltuntergang, aber das zeigt halt einfach einmal mehr, was YouTube im Moment so an Problemen hat und wie problematisch das auch für mich ist, jetzt mich auf eine einzelne Plattform zu konzentrieren. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich mich jetzt entschieden habe, nur noch auf Twitch zu streamen. Ich habe ein Angebot hier als Twitch Affiliate und Twitch macht das eben so, dass die praktisch
die Content Exclusivity verlangen. Das heißt, ich darf ausschließlich auf Twitch streamen und ich darf den Stream auch erst nach 48 Stunden auf YouTube hochladen. Ihr werdet also weiterhin alle Videos, alle Streams auf YouTube finden, allerdings leicht verzögert. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr mir hier auf Twitch folgen würdet. Mit dem Affiliate-Programm gibt es ein paar coole neue Dinge. Zum Beispiel wird es dann möglich sein, hier die verschiedenen Qualitäten zu wählen, was glaube ich im Moment nur beschränkt möglich gewesen ist bis jetzt. Mit dem Affiliate-Programm sollte das dann möglich sein, dass ihr da auch deutlich niedrigere Streamqualitäten einstellen könnt, falls eure Leitung das einfach nicht bringt. Außerdem ist jetzt Cheering aktiviert, für alle, die gerne mal so ein bisschen cheeren auf Twitch. Und ihr könnt mich hier auch auf Twitch abonnieren, was dann wieder so eine weitere Möglichkeit ist, meinen Kanal so ein bisschen zu unterstützen. An der Stelle natürlich auch nochmal einen ganz herzlichen Dank an meine lieben Game Wispies und an alle Stream-Tibbies, ganz besonders an den Christian natürlich. Das sind natürlich immer noch die besten Möglichkeiten hier, um meinen Kanal zu unterstützen. Ich habe hier natürlich auch noch ein paar andere interessante Links für euch. Und jetzt gibt es noch ein ganz interessantes Detail hier bezüglich Twitch und Amazon Prime, was ich selbst so gar nicht wusste, was ich dann auch von jemandem aus der Community erfahren habe. Danke nochmal für die Info und das werde ich jetzt nochmal ganz kurz an euch weitergeben. Die meisten von euch werden Amazon Prime bestimmt kennen. Das ist also ein ziemlich gutes Angebot hier. Es gibt auch einen 30-Tage-Test-Probemitgliedschaft. Die müsst ihr allerdings kündigen, wenn die abläuft. Das heißt, nicht vergessen hier, wenn ihr die nicht weiter haben wollt, die kostet 8 Euro im Monat, wenn ihr die nicht kündigt. Ihr könnt die monatlich kündigen. Und dann gibt es eben jede Menge coole Videos zum Schauen, die ganze Amazon-Bibliothek. Es gibt den Premium-Versand, was halt das Coolste an der ganzen Sache eigentlich ist. Ihr kriegt halt kostenlosen Premium-Versand, das heißt, alles, was ihr bestellt, ist am nächsten Tag bei euch. Was natürlich absolut cool ist für 8 Euro im Monat. Ne? Dann habt ihr natürlich noch Prime Music, könnt ihr jede Menge Songs hören, Prime Fotos. Und das ist hier so ein nettes Detail. Twitch Prime, was auch immer das ist, das werde ich euch gleich nochmal so ein bisschen zeigen. Und es gibt auch E-Books, Magazine und so weiter. Unbegrenzten Zugriff auf jede Menge Content. Genau, dann kommen wir hier zu Twitch Prime. Twitch Prime ist eine super coole Sache. Da gibt es jeden Monat kostenlosen Spiele-Loot, kostenlose Spiele und das praktisch alles für 8 Euro im Monat. Also es ist eigentlich schon ein sehr gutes Angebot, wenn ihr das alles nutzt, dann seid ihr da richtig gut dabei. Ihr seht keine Werbung mehr auf Twitch und ihr könnt eben einen Kanal abonnieren. Das könnt ihr auch schon mit der Probemitgliedschaft, was dann eben eine super coole Sache ist. Ihr könnt dann praktisch mich hier auf Twitch unterstützen und müsst da auch überhaupt nichts extra für zahlen. Weil das eigentlich hier, so ein Abo kostet hier 5 Euro. Beziehungsweise jetzt steht das hier gerade auf Dollars. Ich denke, das sind auch 5 Euros. Bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Und genau, das Angebot hier sind praktisch, also Twitch Prime und Amazon Prime sind 8 Euro im Monat. Das ist praktisch dasselbe, wenn ihr Amazon Prime habt, dann habt ihr auch Twitch Prime. Genau, das haben wir hier schon gesehen und hier gibt es das auch nochmal aufgelistet. Es gibt noch so ein paar nette Sachen, so extra Emoticons, Kappa HD und so weiter. Wer viel Twitch schaut, der kennt das alles. Könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr Lust habt. Das ist also Twitch Prime und das funktioniert eben einfach so, dass ihr euren Amazon, euren Twitch-Account verlinkt. Wenn ihr die verlinkt habt, dann habt ihr mit Amazon Prime automatisch Twitch Prime. Und das ist schon ein ziemlich ansehnliches Angebot jetzt für 8 Euro im Monat, was ihr da alles bekommen könnt. Und bei dieser kleinen Krone hier, Prime Loot, kann man so ein bisschen nachschauen, was es jetzt in letzter Zeit gab. Also diverse Sachen hier, Overwatch Ingame Loot oder Heroes of the Storm Loot, Madden NFL und diverse Ingame Loot einfach. Kostenlose Spiele gab es jetzt zum Beispiel Layers of Fear als letztes. Da sind also auch durchaus mal so ein paar richtig coole Games dabei. Ingame-Loot für Assassin's Creed und so weiter und so fort. Und ihr könnt es eben auch 30 Tage testen, ohne dass ihr überhaupt dafür bezahlen müsst. Ist eine super coole Sache und ihr könnt mich dann praktisch einmal kostenlos abonnieren. Oder natürlich jeden anderen Streamer, den ihr gerne schaut. Wenn euch das Angebot interessiert, findet ihr den Link natürlich wieder in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr mich praktisch doppelt unterstützen. Ich hoffe natürlich, dass ihr meine Gründe für das ausschließliche Streamen auf Twitch so ein bisschen nachvollziehen könnt. Ich weiß, dass mir nicht alle auf Twitch folgen werden, aber ich bin jetzt doch schon seit fast 2 Jahren auf YouTube unterwegs und die Erfahrung zeigt einfach, dass ich unter anderem auch auf euren Support angewiesen bin, gerade auch um frei zu bleiben. Ich habe nach wie vor
einen Riesenspaß, Content für euch zu produzieren und freue mich natürlich immer tierisch, wenn ihr euch über meinen Content freut. Das heißt praktisch Freude auf allen Seiten und dementsprechend habe ich allen Grund hier, so lange wie möglich weiterzumachen. Damit sind wir mit dem Thema Twitch erstmal durch. Jetzt möchte ich euch nochmal kurz unser Community Discord Server vorstellen. Unser Community TS wird jetzt demnächst offline gehen. Wir haben jetzt einen Community Discord Server und für alle, die Discord noch nicht kennen, wollte ich das mal so ganz kurz vorführen. Das ist unser neuer Server und der funktioniert ganz ähnlich wie TeamSpeak, ist aber deutlich praktischer und ja, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Ist also eine richtig coole Plattform. Ich bin super begeistert davon und wir haben hier praktisch unbegrenzt Slots. Hier können so viele Leute unterwegs sein, wie wollen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber dem TeamSpeak-Server. Außerdem ist Discord kostenlos, was ja auch nochmal ein kleiner Vorteil ist. Ihr könnt euch hier auch eure eigenen Server erstellen, wenn ihr das möchtet. Das ist alles eine super coole Sache. Das ist also unser Community-Server. Ganz herzlichen Dank nochmal hier an IamFlee, der mir geholfen hat, den Server aufzusetzen. Der ist im Moment gar nicht da, ist schon wieder offline. Danke dir nochmal. Das war doch ein bisschen Arbeit hier, sich da auch einzuarbeiten, ist natürlich wieder eine ziemlich komplexe Sache. Und ja, IamFlee hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal vorbei. Ich werde ihn euch in der Videobeschreibung verlinken. Der macht so Gaming-News-Videos. Auch eine ganz interessante Sache. So, jetzt mal kurz zu den Kanälen hier. Es gibt Textkanäle und es gibt Talk-Kanäle. Wenn ihr hier so ein Soundzeichen davor seht, dann ist das ein Quatschkanal. Das heißt, ihr könnt da reingehen und irgendwem irgendwas erzählen. Jetzt im Moment erzähle ich ihr was. Ihr könnt hier dann wieder den Kanal verlassen, Verbindungen trennen. Dann seid ihr wieder einfach nur auf dem Discord unterwegs und bekommt praktisch Benachrichtigungen und so weiter, wenn hier jemand was schreibt und euch erwähnt. Was auch eine super coole Sache ist, ihr könnt hier also Leute erwähnen. Zum Beispiel könnte ich jetzt Ninja erwähnen, indem ich hier @Ninja schreibe. Kann ich ihn hier auch auswählen und dann kriegt er hier auch gleich eine Benachrichtigung, dass ich was geschrieben habe und er dabei erwähnt wurde. Das können wir auch mal ganz kurz ausprobieren, hier zum Beispiel in dem Lobby-Kanal, wo alle mal einfach nur so Hallo sagen. Da können wir jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen Blödsinn machen und hier mal was schreiben und einfach @everyone eintippen. Wählen wir hier aus und dann wird es jetzt wahrscheinlich gleich ein riesen Theater geben. Probieren wir einfach mal. Dann gibt es hier, wenn ihr im Stream dabei seid, den Stream-Orakel-Channel. Wenn ihr das letzte Mal dabei wart, dann habt ihr mitbekommen, wie das funktioniert hier mit unserem Stream-Orakel. Ihr könnt es aber auch schon so ein bisschen erraten, wenn ihr hier durchlest. Unseren Stream-Kinosaal, wo ihr euch während dem Stream mit anderen unterhalten könnt, was auch eine super coole Idee ist. Wir haben hier den YouTube-News-Channel, wo die letzten Videos gepostet sind und andere coole Infos. Und dann haben wir hier die Rules, Server-Rules, genauso die Community-Server-Rules. Wenn ihr da wieder mitmachen wollt, beim nächsten Community-Server gelten hier einfach die ganz normalen Server-Regeln, die werden dann auch bestimmt nochmal abgedatet. Genau, und ansonsten habt ihr hier alle möglichen Talk-Channels. Ihr habt die normalen, ja, den ganz normalen Talk-Channels, ihr habt die Arc-Channels und ein paar andere Games. Könnt ihr auch gerne mal erwähnen, was ihr so zockt. Hier gibt es einige, die da schon ganz coole Sachen gepostet haben. Der Server ist noch super neu, also wir freuen uns natürlich über Verstärkung und hier könnt ihr mich auch ganz gut mal abends erreichen zum Beispiel. Den Link zu unserem Discord-Server findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich würde euch empfehlen, euch den Client zu holen. Das ist deutlich praktischer, als das Ganze über den Browser laufen zu lassen. Das funktioniert nicht so gut. Also ich hatte da ein bisschen Probleme mit. Ich habe mir dann aber auch praktisch direkt den Discord-Client geholt. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon wieder von mir. Ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn ihr heute Abend 19 Uhr dabei seid. Da geht's dann weiter mit unserer Arc-Season auf Ragnarok. Und ihr könnt mir hier natürlich jederzeit auf Twitch folgen, dass ihr die Benachrichtigung bekommt. Folgen ist kostenlos, da freue ich mich natürlich drüber. Und abonnieren ist dann die Sache mit Twitch Prime, beziehungsweise dieses bezahlte Abonnement. Folgen ist natürlich kostenlos. Für den Moment danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Danke für all euren Support. Ich freue mich auf den Stream heute Abend. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.